Jo, da sind wir zurück zu Star Wars. Ja, wir haben letztes Mal hier die Leute, ja, wie soll man sagen, eingefroren, eingegraben, keine Ahnung, haben Waffen gesichert. Und jetzt müssen wir kehrt zur Hilfswacht Garald zurück, spricht mit Tobi Haller. Eine Quest haben wir noch, die wir machen müssen. Und deswegen... Ja, ich guck gerade irgendwie über die hin. Mauer müssen wir hier. Hier ist, kann man glaube ich durch. Guck mal hier vorne. Ich glaube auch, Andi, da sieht es irgendwie so aus nach so einem Eingang. So nach so einem... Ne, so eine Plattform. Hm, wie kommen wir rüber? Unten. Achso, das ist ein normaler Weg. Ah. Na ja, gut, dann muss er zurück. Na gut, gehen wir halt erst zurück, geben die anderen Quests ab, ist ja egal. Ja. Ja, nö, wir können ja weiterfahren. Muss ja nicht direkt abgeben, ist ja nur eine, die wir abgeben können. Ja. Seht ihr, das ist geil an dem Gleiter, man wird nicht runtergeschmissen. Absolut cool. Auf jeden Fall, wer mit in die Gilde treten soll, bitte mir eine private Nachricht im Spiel schreiben und das Video, scheißegal. Mein Name ist Glabur oder ihr schreibt den Spawny an. Könnt ihr auch. Spielt keine Rolle, ihr werdet damit in die Freundesliste aufgenommen. Und wenn dann 4 Leute online sind, wird ihr in die Gruppe eingeladen und wir machen gerade eine Gilde auf. Und dann ist das Problem mit der Gilde endlich gelöst, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann kann man einladen, einladen, einladen. Richtig. Es wird jetzt auch bald ein Community TS geben für euch. Aber da müssen wir uns erst noch schlau machen, ich und Andi. Ob wir einen Sponsor finden oder so, der uns ein TS sponsort. Weil was bringen 20 Slots oder so? Das bringt uns gar nichts, Leute. Ne. Die 20 Slots besetzen wir manche Abende. Daher müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Was einfallen wird uns schon. Wir wollen das auf jeden Fall haben, so ein TS, weil dann würde dieses Problem nämlich zum Beispiel mit der Gilde gar nicht bestehen. Richtig. Dann hätte man das Problem nämlich schon längst gelöst. Ich kann auch manche Leute gut verstehen, dass sie nicht unter das Video schreiben wollen. Oder halt in Facebook. Ich kann das gut nachvollziehen, das ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Ja. Dann schreibt einfach hier, nimmt mich, schreibt hier einfach uns hier im Spiel an. Schreibt dann eine Nachricht Apex. Hier. Ja. Ich möchte gern, dass ihr mich edit. Ja, dann nehme ich euch eine Freundesliste auf im Spiel und dann geht das voran. Den hätten wir gar nicht töten müssen, den müssen wir nachher noch für eine Aufgabe machen. Ja, aber egal. Elite ist Elite. Ja. Und er bringt ja auch Kohle, ne? Ja, davon können wir zurzeit genug gebrauchen. Und ich bin fast 42. Stärke Ausdauer, Verteidigung. So. Weiter geht's, Leute. Wir müssen auf jeden Fall noch viel weiter nach da drüben. Wir müssen hinter diese Mauer da hinten. Hinter dem Berg hier, ne? Ja, irgendwo hier, da unten wahrscheinlich im Dorf. Was muss er denn machen, genau? Beschaffe Motivationsspulen. Ja, wahrscheinlich von den Typen selber hier, ne? Ja, lass uns einfach alles auseinanderreißen und sehen was, Andi. Ja. Und da, wer noch? Können wir mal jetzt nicht jagen gehen hier. Na, 2 von 8. Und da ist das Gelbes, ja, siehst du. Oh, meine Heilerin kommt gerade nicht mit. Ziemlich weit abgeschlagen. Okay. Hat es bei dir mitgezählt oder musst du selber looten? Ja, jeder muss selber looten. Okay, 1 von 3. 2 von 3. Sechs von 8 habe ich jetzt getötet. Sieben von 8. Eins fehlt mir noch. Alle schön umklatschen hier. Level 42.
Aber ich kriege nichts Gelbes. Oh, da hinten leuchtet. Was Gelbes. Ja. Okay, ich komme hoch zu dir und dann sind wir fertig. Ja, ne. Jawohl. Ich will mal gerade meinen Talentpunkt versetzen, Andi. Ja, ich bin auch gleich soweit. Erhöht die Schnelligkeit, bla 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 bla. Ja, das gehen wir übernehmen. Alles klar. Weiter geht's. Das war eine schöne Kiste, sehe ich gerade. Mann. Da ist man sich dran gewöhnt, dass die alle auf dem gleichen Level sind hier fast. Ja, das ist nicht mehr so einfach. Wenn die mal so einfach dran vorbeilaufen, ne? Man merkt es aber auch ein bisschen vom Schaden, dass es eindeutig mehr Schaden macht. Ja. Aber nicht so viel, dass man jetzt sagen muss, oh, Wahnsinn. Na, ist scheiße. Ja. Jetzt, wo wir wissen, dass Angriffskraft für alle Werte gut ist. Also, was wir mal in manchen Videos erklärt haben, ist Blödsinn, sondern Angriffskraft ist für alle Werte. Ist egal, ob man Heiler ist oder etc. Angriffskraft ist in dem Sinne ein All-Stat-Verbesserer. Genau. Also, so muss man es einfach mal sagen. So, weiter geht's hier geradeaus und dann links runter. Genau, dann sind wir schon bei deiner Quest. Wenn man durch die Wand kommt, zu deiner Quest. Zu deiner? Zu deiner? Meine nicht. Meine kommt erst danach. Okay. Nee, hier wird's wahrscheinlich. Platz unserer ist es ja mehr oder weniger hier. Genau. Trifft. Ihre. Ich liebe dieses Raumschiff jetzt schon, unseren Gleiter. Ja. Weil man einfach die Leute und sich runtergeschossen bekommt. Hat einen riesen Vorteil. Ja. Wir müssen auf jeden Fall diesmal wieder in den Ruheraum gehen, Andi, und Pause machen. Ja. Definitiv. Also, weil so viel haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja das eine Mal so lange Pause gemacht, nicht im Ruheraum, Leute, das merkt man. Ah, hier kommt man rechts, okay, wunderbar. Wir würden jetzt zwar immer noch guten Level oder anderthalb Level noch schaffen, aber wir wollen es daran nicht riskieren, dass die Folgen einfach oder die Level nachher zu lang werden. Und so wollen wir das ja unterbinden. Ja, in dieser Staffel werden wir jetzt keine Flashpoint jetzt mehr machen, Leute. Guckt unten rechts hin, es ist 12 Uhr. Oh, hallo. Ja, durchfahren geradeaus, wa? Ja, und dann rechts hoch. Ja. Werden jetzt keinen Flashpoint mehr machen, Leute. Wir müssen morgen arbeiten. Ja. Oder gleich arbeiten, besser gesagt. Genau. Und aus dem Grund gibt es diesmal keinen Flashpoint. Aber nächstes Mal ist zu versprechen, wird es Flashpoint geben. Also das, auf jeden Fall. Hier musst du ran. Genau. Wenn wir dann reinkommen, gibt es einen Flashpoint. Aber diesmal ja. Wir haben natürlich lange auch gebraucht jetzt für die ganzen anderen Sachen. Also da sind ja fast 2 Stunden bei rumgegangen. Oh, Video. Ja. Kommt mir bekannt vor, die Szene gerade. Was ich speziell anhaben. Euer Schiff ist hier, Harlan. Und eure Medipacks auch. Das ist das Beste, was ich heute gehört habe. Die Armee hat also endlich Verstärkung geschickt. Oder seid Chaos-Trupp. Heute ist unser Glückstag, Leute. Verschanzt euch und legt eure Wunden zusammen. Die Armee hat die Besten der Besten geschickt. Gib mir einen Lagerbericht. Vergesst die imperialen Vorwärts-Häftling. Vorwärts-Häftling? Gib mir einen Lagerbericht. Ich will die Position der Imperialen, ihre Bewaffnung, alles. Sie haben sich weiter hinten in den Tunneln verschanzt. Und sind ziemlich gut ausgerüstet. Wenn wir sie nicht überrascht hätten, wären wir jetzt alle tot. Hier drin gibt es vielleicht auch noch schlimmere Dinge. Ich habe gehört, dass in diesen Gewölben ziemlich schreckliche Sachen eingeschlossen sind. Niemand macht sie auf. Niemals. Verstanden. Ich werde nach ungewöhnlichen Vorkommnissen ausschauen. Das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Wir sorgen dafür, dass euch niemand flankiert. Gebt diesen Imperialen, was sie verdienen. Ach, machen wir doch mal. Es sind wohl Wartungsarbeiten angekündigt, Andi.
Steht da ja unten gerade im Chat. Oh. Hat einer geschrieben. Ach, die. Alles klar, scheißegal. Ich hätte gedacht, die hätten für 0 Uhr Wartungsarbeiten angekündigt. Das wäre ja mal absolut Wahnsinn. So, wo müssen wir hin? Na gut, scheißegal. An die Pult. Nicht schlimm, wir hauen da einfach drauf. Brauchst du davon welche? Nö. Dann laufen wir weitestgehend ohne durch hier, wa? Ja, würde ich auch sagen. Einfach durch hier. Da müssen wir bomben. Ah, weg mit dir. Oh, wir haben ein paar Credits. Oh, was ist mit dem hier? Sind schon halb tot. Ah, die werden auch von den Viechern angegriffen. Oh, die greifen uns auch an. Ja, klar. Davon brauche ich noch 2. Von den Viechern. Ja. So, ich habe gerade Level Up. Alles klar, dann skillt. Ah, und dann könntest du vielleicht deinen Lehrer mal stellen. Dankeschön. Wir kriegen Effektschuss Level 7. Ja, absolut geil. Und eine Reserve-Energiezelle. Die Kraftzellen kosten für die nächste Fähigkeit werden um 100% reduziert. Diese Fähigkeit hält 15 Sekunden lang an. Übelst geil, Leute. Übelst geil. Ja, guck mal. Und das war's. Ja, unser Effektschuss macht mehr Schaden und wir haben jetzt auch Aufgaben, die umsonst sind. Richtig imba. Jawohl, diese Viecher habe ich alle erledigt. Und sogar für dich. Das war's schon, oder was? Müssen wir wieder zurück? Zurücklaufen, ja. Ach, wie doof. Ach, wie doof ist das denn heute alles hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, war so gut wie ein ganzes Level geschafft heute, wa? Ja, war gut ein dran lang gerissen. Gut, die Klassenquests haben wirklich lange gedauert, weil wir viel hin und her gereist sind, aber es war ja auch interessant. Also ich fand die Klassenquest sehr interessant. Ja, toll. Okay, müssen wir hier ein bisschen Info abgeben. Okay. Diese Runde geht wohl an uns. Aufstehen, Leute. Wir rücken aus. Hörte sich nach einem ziemlich harten Kampf an. Seid ihr in Ordnung, Bodenflüger? Bodenflüger? Ich hau dir gleich was aufs Maul. Ziemlich seltsame Sache. Bringt mich einfach zum Gal? Gal, Gal. Mir geht es gut. Bringt mich einfach zu Gal. Ich bin nicht zum Plaudern hier. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Vielleicht war ich vorhin etwas kurz angebunden. Es ist schön zu hören, dass das Kommando uns zurück will. Aber sie haben uns ziemlich arg zugesetzt. Verstehe ich euch da richtig? Ihr glaubt, dass eure Strafe für den Mord an tausenden unbewaffneter Leute zu streng war? Wir sind keine Mörder. Wir hätten niemals angegriffen, wenn wir gewusst hätten, dass dort unten Zivilisten waren. Okay. Hattet ihr falsche Informationen? Das spielt sowieso keine Rolle. Der Ergebnis zählt und nicht die Absicht. Hattet ihr falsche Informationen? Was dachtet ihr denn, was ihr bombardiert? Unser Ziel war ein Sith Lord namens Ondoru. Ein echt sadistisches Schwein. Er hat Dutzende republikanischer Kolonien vernichtet und niemanden am Leben gelassen. Unseren Informationen zufolge sollte sich Ondoru auf Fest befinden. Und zwar nur von Soldaten und Fabriken umgeben. Wir sind sofort gestartet und haben alles abgeworfen, was wir hatten. Und jetzt sind wir hier. Das Kommando ist ein Haufen Idioten. Ich verschwende meine Zeit, das tut mir leid. Das
Das muss für eure Einheit sehr hart gewesen sein. Wenn Commander Gorr nicht wäre, wären die Männer garantiert abtrünnig geworden. Ah, wo wir schon von ihnen sprechen. Harlan, wir haben ein Problem. Lind, Tai und Simo sind in einem der Gefängniskomplexe gefangen. Wir können sie nicht befreien. Na toll. Haltet durch, Kerl. Wir schicken euch sofort ein paar Verstärkungen. Was meint ihr, Major? Ihr braucht alle vom Dolchgeschwader, oder? Wie wäre es mit einer kleinen Rettungsaktion heute? Das hört sich doch gut an. Ich bin noch bei keinem Auftrag gescheitert. Das wird langsam langweilig. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, meinetwegen. Aber dann werdet ihr mit viel weniger Piloten zu eurem Kommandanten zurückkehren, als geplant. Falls ihr noch zur Vernunft kommt, macht euch zu diesen Koordinaten auf und sprecht mit Musst du trotzdem machen. Ich muss sie trotzdem machen. Zum Stützpunkt. Los geht's. Oh, neue Handgelenke. Für Ella. Haben wir was für Ella? Da haben wir was für Ella. Oh, wird alles besser. Dann nehmen wir doch die Handgelenke für Ella. Wir müssen ja zusehen, dass sie weiterhin, dass ich sie nicht vergesse und weiterhin immer wieder ausrüste. Genau. Weil sie ist halt unsere Lebensretterin. Das muss man jetzt eindeutig so sagen. Richtig. Wenn sie nicht gut heilt, können wir auch nicht gut austeilen. Ja, Andi. Wo müssen wir hin? Immer raus. Steig rechts. Okay. Den Berg hoch. Den Berg hoch, also auf die Straße. Fällt mal gerade aus. Oh, denk rechts. Ja, Leute. Auf jeden Fall ein bisschen freundlicher der Planet, das muss man eindeutig sagen. Ah, hier kommen wir hoch. Ist das in unser Punkt hier? Liegen können oder was? Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber. Eine neue Quest hätten wir hier auch gleich wieder. Ja, schon mal Flugpunkt und Savepoint. Schnellreisepunkt haben wir schon mal. Sehr schön. Wo ist der Flugpunkt? Da hinten. So, das ist doch schon mal sehr geil. Ja. So, am Gespräch beteiligen. Humba. Ja. Du mich auch. Ich möchte dem Jedi-Orden eine Hilfe einer schwierigen Angelegenheit. Ein ziemliches riskante Operation. Ein Fehler und die Häftlinge hätten ihn zum Frühstück verspeist. Obahula. Ja. Ist so gut wie erledigt. Gut wie erledigt. Ich finde ihn. Versprochen. Also ich möchte... Also wenn ihr noch ein MMO-Spiel wisst, Leute, wo es auch so ein bisschen mit Story und sowas zu tun hat, dann könnt ihr uns das ruhig mal posten. Wir schauen uns das dann mal an und mal schauen, ob man das auch let's playen kann dann. Bist du drin? Ja, bin drin. Und? Wow, Moment mal. Ihr seid sicher der Jedi, der Enna hier treffen wollte, oder? Ich weiß schon, wonach das aussieht, aber ich hab ihr gesagt, dass sie auf euch warten soll. Sie wollte unbedingt raus und sich umsehen. Ich hab sie gewarnt. Wenn das Imperium sie nicht erwischt, dann die entflohenen Häftlinge, hab ich gesagt. Aber okay. Enna hat nicht auf mich gehört. Was hat er gemacht? Ihr könntet ruhig etwas mehr bedauern über den Tod eurer Freundin Zeit. Das weiß ich auch noch nicht. Ich hab sie doch kaum gekannt. Ich arbeite bloß hier. Pak Taldin ist mein Name. Enna hatte gehört, dass ich Belsavis besser kenne als jeder andere hier. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Ja. Jetzt will ich nur noch, dass ich das alles überlebe. Hättest du dir vorher überlegen sollen, Pickelkopf. Ja. Echt. Lass mir mal deine Warzen aus dem Kopf entfernen. Was ist Enna zugestoßen? Sie kam schwer verletzt oder eher halbtot von ihrer Spähmission zurück. Sie war einer imperialen Patrouille entkommen, hat sie gesagt. Ich habe versucht, ihr zu helfen, aber ich bin kein Sanitäter.
Sie hat mir bis zum letzten Atemzug alles gesagt, was sie da draußen rausgefunden hatte. Nichts davon war gut. Ja, hat sie Kranus erwähnt? Wie schlimm ist es hier? Mit Belsarvis komme ich schon klar. Ich suche einen imperialen Offizier, einen rothäutigen Sith. Enna hat gesagt, das steht neben dass dir. Die Imperialen sich bewaffnen. Sie nehmen Befehle von einem reinblütigen Sith entgegen. Sie haben schwere Waffen und einen Strahlenschild, der ihre Position schützt. Die wird so schnell niemand von dem Reaktor vertreiben. Wenn Kranus beim Reaktor ist, müssen wir einen Weg finden, ihre Verteidigung zu überwinden. Ihr werdet es nie an den imperialen Schilden vorbeischaffen, bevor euch ihre Waffen niedermähen. Wir brauchen einen Plan. Ach, was denkst du, was ich sage? Wir brauchen einen Plan. Einfache Pläne sind die besten. Ihr habt mich noch nie in Aktion erlebt. Richtig. Ich erfinde meine Pläne aus dem Stegreif. Wenn ihr es einfach nur mit roher Gewalt versucht, werdet ihr sterben. Das müssen wir cleverer angehen. Wenn ihr die Energierelais überlastet, die das Energiegitter im Sektor versorgen, könntet ihr den Strahlenschild ausschalten. Aus. Wir haben hier Ionenladung. Wir könnten eine an jedem Relais platzieren und sie gleichzeitig hochjagen und so die Verteidigung des Imperiums kurzschließen. War das noch nicht? Gebt mir die Ionenladungen. Behaltet Ennas Überreste im Auge. Sorgt dafür, dass sie respektvoll behandelt werden. Kontaktiert mich, wenn ihr alle Ladungen platziert habt. Ich sprenge sie dann von diesem Kontrollraum aus. Viel Glück und passt auf euch auf. Alles klar, du Warmduscher. Ja. Im Süden. Wir sagen dann, ciao, Ilaui, bis zur nächsten Folge.